Hallo meine Lieben, hier ist der Steineisammler. Ich möchte heute ein bisschen was basteln und dann habe ich gedacht, das mache ich mit euch zusammen. Und zwar habe ich hier einen alten Fliesenschneider und ich möchte ihn umbauen zu einer ordentlichen kleinen Harzsäge, die so abgeschottet ist, dass es nicht wirklich spritzt, dass ich nicht nur draußen, sondern auch drinnen schneiden kann. Bestimmt wird der ein oder andere sich gesagt haben, sowas hätte ich auch gerne, wenn man die Dinger fertig kaufen möchte. Die sind unverschämt teuer, also die günstigsten sind noch in Amerika zu bekommen, aber die sind trotzdem noch unverschämt teuer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bastel mir sowas selber und jo, wollte das mit euch zusammen machen. Also wie gesagt, das hier ist ein alter Fliesenschneider. Das Ding hier kann man wegnehmen. Das ist einer vom Thom Baumarkt gewesen. Und den möchte ich dafür verwenden. Ich hoffe, dass das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist eigentlich das Sägeblatt. Die Schraube, die kann man einfach abmachen. So, da würde man normalerweise Sägeblatt drauf machen. Das Schöne ist, wir brauchen ja den Motor. Dieses Ding ist nur drauf gesteckt. Einfach nur rund. Wenn ihr das so nicht abkriegt, dann ich habe es nämlich auch zuerst nicht wirklich abgekriegt. Guckt, dass ihr irgendwie ein bisschen das mit dem Hebel lockert und dann könnt ihr es abziehen. So, als nächstes müssen wir, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ist das Ding hier festgemacht? Das ist da einfach nur drauf gesteckt. Okay, als nächstes machen wir mal das hier ab. Ich habe das noch nie gemacht, also ich mache das jetzt einfach mal so auf gut Dünken. Habe auch keine Bauanleitung dafür. Ich bin einer, der ganz gerne mal einfach loslegt und bastelt. Entweder es klappt oder ich werde mich ärgern, weil es nicht geklappt hat. Gucken, ob das Ding hier fest ist. Oh, da hängt noch was drin. Oh, da sogar magnetisch. Gut. Ah, Spannungsschub gemacht ist durch. Sehr schön. Sehr schön. Ach, das ging ja noch leichter als gedacht. Das ging ja noch leichter als gedacht. So, hier haben wir unseren kleinen Motor schon. Total easy. Das waren die Schrauben gewesen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir dann auch solche Schrauben haben, die dazu passen. Ich hoffe, ich habe die richtigen geholt. Ich mache mal kurz Pause. Jo, das freut mich doch. Ich habe durch Zufall sogar die richtigen geholt. Ich habe einfach mal längere genommen, die ich dann da reinmachen kann. Ja, passt perfekt. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Schrauben, die drin sind, ob die lang genug sind, ob die passen werden. Habe mir auch vorsichtshalber mal eine Mutter mitgenommen. Keine Ahnung, ob ich sie benötigen werde. Lieber zu viel als zu wenig gehabt. Hier ist noch alter Dreck drin, Subi. Gucken wir mal, dass wir den gerade mal wegmachen. Der ist nämlich schön staubig. Jo, passt. So, theoretisch brauchen wir hier gar nicht weiter was machen. Wir könnten jetzt noch die ganze Elektronik ausbauen und. Aber das will ich gar nicht. Ich will so, wie das Ding ist, das eigentlich benutzen. So, der einzige Nachteil habe ich jetzt nicht mehr nachgedacht, nicht mehr ausprobiert. Die müsste, den stelle ich mal, ich tue die mal gerade an Strom anstecken, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die dreht so rum. Der Motor dreht so rum. So will ich das aber nicht haben, weil da spritze ich mich nass. Ich will das so rum haben, damit ich mich nicht nass spritze. Aber ich hätte auch ganz gerne, aber das wird leider mit dem Kabel nicht gehen. Oder ich muss das Ding doch abschrauben und gucken, dass ich das andersrum drehe. Aber das wird so nicht gehen. Schade. Ich hätte das nämlich gerne einmal umgedreht. Damit es
quasi auf der anderen Seite, weil ich das so rum habe, aber da ist das Kabel im Weg. Dann müsste ich das Kabel neu verlegen, das ist alles zusätzlicher Aufwand, den ich nicht machen möchte. Ich will es einfach machen. So, da haben wir schon mal den Motor. Der ist jetzt schon mal ausgebaut. Den tun wir jetzt einfach mal zur Seite. Alles, was wir brauchen dazu, das ist wichtig. Das kriegen wir nämlich so schnell nicht wieder im Baumarkt. Das machen wir mal dran, dass wir es nicht verlieren. Und die Schrauben mit den, ja, das sind kleine Trennscheiben. Das ist nicht wirklich eine Dichtung. Das ist einfach nur dreckig, deswegen sieht es aus wie eine Dichtung. Guck mal, wie meine Hände aussehen. So, das lege ich jetzt erstmal alles zur Seite und mache mit dem Gestell weiter, wo das rein soll. So, ich habe mir aus dem Baumarkt so ein süßes kleines Kästchen geholt. Einfacher Plastikkasten mit Deckel. Und da drin liegen schon ein paar Sachen. Einmal meine Riesenrechnung. Muss ich mal gucken, dass da keine Daten drauf sind, die problematisch sind. Machen wir es einfach mal so. So. Das ist mein Einkauf. Ich habe ein Blech gekauft. Dann hatte ich Rabattcoupon. Das heißt also 2,55 € war es dadurch günstiger. Dann habe ich alles Mögliche an Schrauben geholt und die Box natürlich, der Deckel und so ein bisschen Holz. Beim TUM Baumarkt gibt es immer so für Bastelbereich so verschiedene Arten von Holz, flach, dreieckig, viereckig, und da habe ich mir einfach so eins genommen, beziehungsweise zwei davon genommen. Hier steht 9,5 Meter, das wäre ein bisschen viel. 950 Millimeter, also nicht ganzen Meter, und habe mir das einfach zurechtschneiden lassen. Es ist mit Sicherheit nicht genug. Mein Problem war nämlich gewesen, meine Frau war dabei, und auch wenn sie ganz brav war und nichts gesagt hat, so habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich muss mich beeilen, und der ich jetzt planlos an die Sache rangehe und das einfach nur in meinem Kopf habe, aber nichts notiert, habe ich natürlich dann auch, weil es ja schnell gehen sollte, zu wenig. Aber das werden wir eben gleich sehen. So, wie gesagt, ein paar Schrauben, alles was ich denke, was ich brauchen werde, habe ich einfach mal mitgenommen, und jo, damit will ich jetzt anfangen. Und zwar mein Gedanke ist, machen wir das mal zur Seite, dass hier der Motor dran kommt, hier drin ist das Sägeblatt, was dann hier rausguckt. Da kommt noch ein Blech drüber, damit das auch glatt, damit es auch ordentlich aussieht. Und jo, das ist im Prinzip eigentlich alles, was ich machen will. Ja, also theoretisch dürfte es nicht viel sein und eigentlich recht schnell gehen. So, mal gucken, ob ich das richtig gerechnet habe. Ja, das sieht sehr gut aus. Passt perfekt. So. Hier hin muss der Motor. Das Blech wird noch über den Motor drüber gehen, damit er nicht dreckig wird. Und die werden noch zum Stabilisieren sein. So, das werde ich jetzt erstmal ein bisschen vorbereiten und gegebenenfalls Löcher bohren, dass ich das besser schrauben kann. Weil ich habe extra das ganz harte Holz genommen. Das andere, das kann man nämlich total leicht eindrücken und das ist, was ist denn das gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, verdammt. Habe ich gar nicht mehr im Kopf, was das war. Steht hier noch was drauf? Buche, genau. Also nimmt auf gar keinen Fall Nadelgehölz, weil Nadelgehölz wächst schnell. Und je schneller etwas wächst, desto weicher ist es und desto weniger stabil ist es. Und desto schneller nimmt es auch Feuchtigkeit auf und. So, jetzt mache ich hier erstmal wieder ein bisschen sauber und plan mal ein bisschen. Und zeige euch dann, wie es und was ich gemacht habe. Ich habe es jetzt mal ein bisschen hier hingelegt. Wir brauchen erstmal so ein viereckiges Teil für hinten, dass wir hinten was zum Abstützen haben.
dass wenn ich was drauflege, dass das nicht irgendwie runtergeht oder so, sondern dass es eine stabile Fläche ist. Ich bin keiner, der gerne einzeichnet. Ich sage es ganz ehrlich, da bin ich zu faul für. Ich mache das alles immer Pi mal Daumen, frei Hand. Mit der Zeit, wenn man das öfters gemacht hat, dann. Also, ich habe eine Wohnung renoviert, ich habe ein Haus renoviert, ich habe eine Gartenhütte alleine gebaut und ich habe ein Spielzeughaus alleine gebaut. Irgendwann klappt das mit Pi mal Daumen und irgendwann braucht man eigentlich auch fast nicht mehr einzeichnen. So mache ich das bei dem jetzt genauso. Ich erzähle mal, wie ich es mache. Ist eigentlich relativ einfach. Ich gucke, dass ich hier mehr oder weniger die gerade Strecke habe, dass ich da die Mitte habe. Und guck von der Seite von hier, dass ich da auch ungefähr die Mitte habe. Allerdings zur Sicherheit mache ich mir doch eine kleine Markierung, nämlich einfach hier an der Seite, dass ich weiß, wo es hingehört. Ich habe jetzt einmal durchgebohrt und habe durch das Durchbohren genau hier das Gegenstück und weiß, wenn ich meine Schraube da gerade reinmachen will, muss ich einfach nur hier jetzt weiter bohren. Einmal gerade rein. Schöne ist, das machen wir bei der anderen Seite auch gleich. Den muss ich jetzt mal vorsichtig zur Seite legen, der ist nämlich gerade bullenheiß. Ja, nicht aus Plastik, das wäre doof. So, ein kleiner Tipp: Nehmt euch ein Bit und kein Kreuz oder Schlitz. Kreuz oder Schlitz geht mit der Zeit kaputt, kann man schlecht, wenn es verdreckt ist, wieder rangehen. Und da kann man nicht abrutschen, macht man selten rund. Ist eigentlich die beste Variante. So, wir nehmen da, wo unser Strich ist. Da, wo unser Strich ist. Setzen das drauf. Und rein damit. Erstmal nur ein bisschen. Das verrutscht natürlich jetzt erstmal alles. Guck, dass man das hier wieder gerade drauf setzt. Jetzt. Eins, zwei, ich drücke das noch ein bisschen weiter, dass es einigermaßen glatt ist. Ach, guck mal, der sitzt nicht ganz. Müssen wir nochmal rausholen. Schon besser. So, für Pi mal Daumen kann man sich nicht beschweren, ist super. So, kann nämlich jetzt hier der Motor drin sitzen. Hier drüber kommt noch das Blech. Und das ist dieselbe Höhe. Und wie ich es mir schon gedacht habe, ich habe natürlich zu wenig. Dasselbe machen wir hier, nochmal dahin. So, das heißt, ich brauche noch mal 1, 2, 3, 4 Stück davon. Ich richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich sagen, es passt doch keine 4. 5 Stück von der Länge hole ich mir jetzt noch mal.
Und was ich auch noch gesehen habe, ist, ich dachte, ich hätte es zu Hause. So ein Ding hat hier 4,50 € gekostet, so ein Stab. Und beim TUM Baumarkt, aber auch bei vielen anderen Baumärkten, kann man die sich auf den Millimeter genau schneiden lassen. Und wie gesagt, wir wollen es ja möglichst ohne viel Arbeit machen, also lasse ich mir das natürlich schneiden. Kostet kein Extra, ist inklusive, das ist doch mal schön. Und was ich halt nicht mehr gedacht hätte, und zwar, das sitzt ja nicht ganz glatt auf, das sitzt ja ein bisschen schief. Und ich hatte eigentlich gedacht, es gibt ja auch diese wunderschönen, guck mal, ich kann mich ja jetzt mal drauf abstützen, das ist richtig schön. Es gibt ja eigentlich diese Unterlegkeile für Möbel. Wenn man jetzt einen Schrank gekauft hat und der Boden ist nicht ganz eben, dann hat man da so ein Plastikteil, was vorne schmal und hinten immer breiter wird. Und ich dachte, ich hätte noch ein paar Sachen von, aber die habe ich mittlerweile auch schon alle verarbeitet. Ich bin nämlich einer, ich habe, wenn ich was renoviere, und da ist Nagel, jetzt nicht Nagel schmeiße ich weg, aber da ist eine Schraube, eine Mutter, irgendwas in dieser Art, ich heb alles auf. Ich habe alles aus den Wänden rausgeholt und brav säuberlich in eine Tüte reingetan und zu Hause dann sortiert in die Kästchen. Alle haben sie mich ausgelacht, was ich mit dem Scheiß will. Ich werde das doch nie wieder los und werde es mit Sicherheit irgendwo mal wegschmeißen. Jo, jetzt, als ich das Haus renoviert habe, das sind jetzt ungefähr 8 Jahre her. Und seit ungefähr 2 Jahren habe ich keine Schrauben mehr. Das heißt, ich muss mir unbedingt mal so ein großes Paket Schrauben kaufen, weil ich alle verarbeitet habe mittlerweile. Also wenn ich irgendwas gebaut habe, dann habe ich diese alten Schrauben genommen. Ja, solange sie nicht verrostet sind oder irgendwie Altersschwäche haben, kein Thema. Viel Geld gespart damit. So, also wir machen. Das mache ich jetzt aber ohne euch. Ja, den Rest, den werde ich genauso machen. Ich werde jetzt quasi hier einmal so ein viereckiges Gestell draus basteln. Dass es dann so einmal aussieht. Und ich dann quasi hier noch Arbeitsfläche, Ablagefläche und sowas habe. Ich habe das so groß, wo habe ich jetzt den Motor? Den habe ich sauber gemacht. Moment. So, weil wenn der Motor hier drin sitzt, dann muss da ja auch irgendwo eine Fläche sein, dass der geschützt ist, dass da kein Wasser drauf kommt. Und naja, aber ich habe ja eh die Hoffnung, dass das Ding dann richtig dicht ist und dass das alles super funktionieren wird, wie ich mir das so vorstelle. Ich hoffe es. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich bin halt einer, der gern bastelt. Und jo. Soll ich mit dem Spielzeughaus, mit dem ja, Baumhaus ist falsch, ist so auch ein Haus auf Stelzen, aber nicht ein Baum drin. Da bin ich auch planlos dran und das Ding ist perfekt. Das hält jetzt schon seit vielen Jahren. Da kann ich drin klettern, da können meine Kinder drin klettern. Ich glaube, da waren mal 10 Kinder auf einmal drin, ein paar saßen oben auf dem Dach. Das Ding ist stabil, da geht nichts kaputt. ja, mit der Zeit hat man es einfach raus. Aber ich muss auch gestehen, mein Schwiegeroper, ich hoffe, das ist jetzt so richtig gesagt, von meiner Frau der Opa ist mein Schwiegeroper, ja. Tatsächlich richtig. Der war Schreiner und er hat mir auch viele Sachen gezeigt. Und als er dann verstarb, habe ich alle Geräte, die jetzt nicht unbedingt mit Starkstrom zu tun haben, mir auch genommen. Habe leider das Holz nur so ein bisschen mitgenommen, hätte ich ruhig mehr nehmen können. Aber es war natürlich auch die Frage, weil er hat seine eigene Werkstatt gehabt, wo er Auftragsarbeiten drin gemacht hat. Und klar, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, so viel Holz irgendwo zu lagern. Und ich bin gerade überlegen, das Holz. Ich habe noch eine große Holzplatte. Der Rest ist auch schon mittlerweile alles verwertet. Jo, also deswegen brauchen wir halt so ein Teil, wenn hier nämlich dann das Blech drüber kommt, damit das ja auch alles geschützt ist. Also das wird dann Pi mal Daumen nicht ganz diese Größe haben, wird ein bisschen kleiner werden als das jetzt. Weil der Motor hängt jetzt nur dran, der kommt natürlich noch mal ein Stückchen rein. So, die Größe wird das dann haben. Ja, von hier bis hier ist nicht viel. Genau. So, was wollte ich sagen? Genau, also ich mache jetzt erstmal hier das Ding hier fertig. Und wenn ich das fertig habe, dann film mich weiter, das mache ich jetzt mal ohne euch. Das ist dasselbe Prinzip wie das hier.
Ich hätte nochmal nachmessen müssen. Guck dir mal. Der hat das falsch geschnitten. Der hat die falsche Größe. Jetzt muss ich das Ding erstmal kürzen. Na super. Na super. Hätte ich nochmal nachkontrollieren sollen. Tja. Das hat nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Da hat der Mitarbeiter ein bisschen geschlafen. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir es halt einen Zentimeter kürzer. Jo. Fleißig wie wir sind, haben wir natürlich das mit einer Säge ganz professionell gemacht und nicht mit der Flex, mit der man eigentlich kein Holz sägt. Aber hey, es funzt. Das ist doch das Wichtige. So, wo ist jetzt mein Strich? Ach, da war ich sehr fleißig und habe keinen gemacht. Super. Jetzt müssen wir gucken, wie war's. Deswegen sollte man immer einen Strich machen. Bei dem habe ich es jetzt nicht gemacht. Ja, das ist das Richtige, glaube ich. So, einmal hier. Ups. Ja, das soll es eigentlich nicht so machen. Jetzt ist es verbogen. Ja, durch das Randpressen eben an der falschen Größe hat sich ein bisschen verbogen. Will nicht so, wie es soll. Egal. Egal, ist es halt so. Ja, man benutzt den Akkuschrauber auch nicht als Bohrer zum Nachziehen. Ryobi hat Gott sei Dank ein Metallgetriebe. Bosch hat zum Beispiel ein Plastikgetriebe, dann wäre das schon längst im Eimer. Ryobi geht das. So, jo. Hier ist es jetzt zwar nicht schön geworden. Man sieht halt doch, wenn etwas nicht ganz passt, dann ist es halt. So. Da war der Schnitt in Ordnung, hier war der Schnitt falsch. Und durchs Randschrauben in der falschen Größe. Hat er eigentlich die Länge richtig gehabt? Das ist richtig. Das ist richtig. Dann passt das. Jo, okay. Das kommt vorne hin, weil das nicht genau ist. Das kommt hinten hin. Weil es genau ist, dann passt das auch. Okay. So, als nächstes kommt hier der Abstand rein. Das mache ich jetzt ohne euch. Das muss jetzt einfach so zusammen gemacht werden. Wobei, ich werde das wahrscheinlich irgendwie so machen, wegen den Schrauben, die hier drin sind. Sonst komme ich mit den Schrauben in die Quere. Das mache ich jetzt aber ohne euch. Ich habe das jetzt alles mal zusammengeschraubt. Mittlerweile ist ein neuer Tag. Ich musste leider aufhören, weil es ein bisschen spät wurde. Ja, so, das nächste ist, wie bringen wir den Motor dran? Um den Motor dran zu bekommen, ist sowas hier erstmal im Weg. Das heißt, wir müssen hier sowas wegnehmen. Habe ich auch ganz professionell mit der Flex gemacht, anstatt mit der Säge. Warum habe ich das jetzt nicht vorher schon so kalkuliert? Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt haben wir nämlich hier das schon mal stabil und fest. Hätten wir das einzeln dran gemacht, wäre es um einiges komplizierter gewesen. Insofern ist es um einiges einfacher, wenn man sich das hier erstmal fertig macht und dann einfach nur das Stück raussägt. Ganz banal. Mein Gedanke ist jetzt, ja. So. Ja, müssen wir gucken, ob wir hier hinten vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen müssen. So soll der Motor sitzen. Und jetzt brauchen wir etwas, was wir hier dran machen, wo wir den Motor dran schrauben. Ich habe so viel Altzeug noch bei mir, dass ich gesagt habe, okay, gut, also man kann sich jetzt bei den Restezuschnitten zum Beispiel, kann man sich ein Brettchen nehmen, die kosten da wirklich nur ein Apfel und ein Ei. Ich nehme jetzt hier einfach, das war mal
ein Teil von einem Kinder-Esstisch, von Baby-Esstisch. Habe ich noch von meinen Kindern über gehabt. Das Ding steht unten im Keller. Ich wollte es immer mal verschenken, aber irgendwie habe ich keinen gefunden, der es haben wollte. Und jo, dann verwende ich das jetzt einfach andersweitig. Habe das schon mal so grob eingezeichnet, dass es passt. Passt jetzt aufgrund dieser Rillen hier nicht so hundertprozentig, aber geht schon. Also ich werde es auf jeden Fall gut rankriegen. Und das werde ich jetzt ganz professionell mit der Stichsäge. Naja, sollte man eigentlich. Ich werde es jetzt mit der Flex einfach abmachen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt nochmal in den Keller zu gehen, die Stichsäge zu holen. Wie gesagt, ich bin ein fauler Kerl. Hauptsache es funktioniert. Wie ich zum Ergebnis komme, ist mir egal. Das Ergebnis ist wichtig. So, das schneide ich jetzt einmal hier ab und dann geht's weiter. Ich habe das Brett jetzt zurechtgesägt und habe schon mal den Motor hier rein platziert und den einfach mit solchen Keilen, Unterlegkeilen, könnt ihr irgendwas nehmen. Ich habe die jetzt, ihr könnt auch irgendwelche Brettchen oder Holzstückchen nehmen oder was auch immer, weil hier hinten ist die Lüftung und die sitzt leider auf dem hier ein bisschen drauf, nicht ganz, aber ein bisschen. Und ich habe das jetzt einfach so platziert, dass es einigermaßen mittig ist. Muss nicht ganz mittig sein, das macht überhaupt gar nichts aus. Und dass es press dran sitzt, sowohl hier wie auch hier. So, das ist es. Jetzt nehme ich. Mal gucken, passt das? Ja, passt hier. Und. Ja, kann sogar einen Tick rüber. Jo, passt. Jetzt ist es mittig. Jetzt nehmen wir uns einen Stift und zeichnen. Ja, wenn es natürlich verrutscht, ist es blöd. Muss das nochmal neu machen. Zeichne jetzt an. Wo die Mitte ist. Ja, ziemlich genau die Mitte gefunden, sehr schön. Dann nehmen wir uns ein Metermaß. So, Zollstock habe ich jetzt leider vergessen. Hätte ich mir nochmal zurechtlegen sollen. Aber beim Turm gibt es so Dinge. Da hatte ich eins mir einfach mal spaßhalber mitgenommen zum Ausmessen. Gerade. Ja, gerade. Ja, Höhe ist richtig. So. Hier ist vorne das leider abgerissen, deswegen müssen wir jetzt rückwärts rechnen. Jo, passt. Vierundneunzig Komma fünf. Vorher mal abmachen können. So, das Ding hat einen Durchmesser von 1,4. Millimeter. Das heißt, ich muss jetzt hier nach oben 1,4 Millimeter abmessen, dann zweiten Strich machen. Millimeter, Zentimeter, egal.
1,4. Hier muss das Loch hin. So, das wird jetzt die größte Herausforderung. Ich muss nämlich mal gucken, ob ich einen Bohrer von 1,4 mm habe. Ansonsten muss man da so ein bisschen tricksen. Okay, gehe ich jetzt erstmal auf die Suche. Ich habe das jetzt mal eingezeichnet. 1,4, die Hälfte ist 7. 7 mm von der Richtung ausgezeichnet, 7 mm von der Richtung ausgezeichnet. Das Problem ist immer, wenn ihr mit dem Kugelschreiber schreibt, deswegen nimmt man auch eigentlich einen Bleistift für sowas, weil du hast immer einen kleinen Abstand vorne. Deswegen tust du nie exakt genau zeichnen. Für die Einzeichnung langt das jetzt aber. Das Schöne ist, beim Holzbohrer hast du vorne so einen kleinen Zacken. Der ist dafür da, dass du wirklich ganz exakt den ansetzen kannst. Setz dich einfach genau in die Mitte rein. Und schon funktioniert das auch. Habe ich auch genau die Mitte getroffen. 10er ist jetzt das größte, was ich habe. Das heißt, es ist zu klein. Das Problem ist aber auch, da passt kaum noch was Größeres rein. Deswegen werden wir mal gucken, wie wir das dann vergrößern. Aber wir machen jetzt erstmal das Loch rein. Eine Möglichkeit, so ein bisschen das erstmal durch Drehen vergrößern. Bin schon hier ziemlich dicht dran, das passt schon mal gut. So, das ist jetzt natürlich auch nur so Pi mal Daumen. Das heißt, jetzt kommt die kleine Feile, kleine Rundfeile. Mit der werde ich jetzt so lang das abfeilen, bis es an die Maschine dran passt. Wir haben jetzt ein bisschen Wind, deswegen wackelt die Kamera, es tut mir leid. Ich habe sie extra auf den Stuhl separat, sodass ich hier auf dem Tisch arbeiten kann und es nicht so ausgeht wie wo ich große Steine mal einen großen Stein geschliffen habe. Das hat ja gewackelt wie sonst was, das habe ich leider erst im Nachhinein gesehen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Jo, also Pfeile holen und dann feilen, bis es auf die Maschine drauf passt. Und dann können wir weitermachen. Ich habe mich jetzt für so eine kleine Feile entschieden, weil die großen einfach noch nicht drauf passen. Das ist jetzt halt eine doofe Arbeit. Ihr müsst nämlich jetzt wirklich feilen. Bleibt nichts anderes übrig. Und dann immer wieder gucken, habt ihr gerade gearbeitet, wo fehlt was, wo ist eventuell zu viel weg, dass ihr da auf gar keinen Fall weitermacht. Ja, hier wird immer mehr. Also passt immer mehr rein. Na, so langsam wird's was. Ja, beim Abmessen sieht man auch hier, ich habe eine Sache nicht bedacht.
Das ist breiter als das hier vorne. Ich habe hier vorne gemessen schon das breitere. Aber ich habe sowieso nur einen 10er Bohrer. Insofern ist das völlig egal. Auch meine Frau ist ja so süß. Kommt sie gerade hinten aus unserem Erdbeerfeld. Eigene Erdbeere. Und die schmecken gut. Die aus dem Supermarkt schmecken gar nicht. Rundfeilen ist auch nicht gerade einfach, das gebe ich zu. Na, gucken wir mal. Jo, passt. So, gucken, ich habe Strom schon an. Sitzt, perfekt. Hat ja sogar noch ein bisschen Dreck abgemacht. Sehr schön. Sehr schön. Damit reibt es auch nicht dran, das ist genau gut. Das ist wichtig, sonst wird das nicht mit der Zeit heiß und fängt an zu brennen. Ja. So, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen, brennen, zum Thema brennen. Da habe ich auch eine ganz traurige Geschichte her. Da hat ein Bekannter von einem Bekannten, der hat mit Öl gesägt. Der hat auch eine große Achatsammlung gehabt und hat die alle selber aufgesägt. Und er hat halt nicht mit Sägeöl gesägt, sondern hat sich das Geld gespart und hat mit Sonnenblumenöl war es, glaube ich, hat er gesägt. Und das Blöde ist natürlich, irgendwann ist das Zeug so heiß, dass es anfängt zu brennen. Und genau das ist passiert. Ja, hat er auch leider nicht überlebt. Ein sehr beschissener Tod. Ja, also, falls ihr auf die Idee kommt und wollt mit Öl sägen, nehmt bitte Sägenöl und kein Speiseöl. Das kann echt beschissen enden. So. Haben wir das Loch. Jetzt mache ich hier das erstmal fest und dann können wir das hier dran schrauben und dann kümmern wir uns um den Wasserbehälter, um den Plastikkasten, weil da müssen wir dasselbe jetzt leider auch noch mal machen. Und da haben wir jetzt aber den kleineren Aufsatz, also nicht mehr das größere, die größere Kante unten, sondern die kleinere Kante. Die was war's? 14 mm. Ja, 14 mm. Die ist dann richtig. Jo, ich bin gerade überlegen, mache ich das mit euch, mache ich das ohne euch? Ja, ist ja eigentlich recht einfach. Man nimmt das Teil hier, muss draufsetzen, muss gucken, dass es gerade sitzt. Das kann man sogar so relativ easy machen. Gerade setzen, weil das ist gerade, das hier ist hat eine, unten eine gerade Kante. Das heißt, damit sitzt der gerade, sitzt das gerade. Jetzt kann ich eigentlich direkt die Schrauben reinmachen. Das Problem ist nur, ich muss exakt die Löcher treffen. Und um die Löcher zu treffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Toilettenpapier nehmen, das klein zusammenfriemeln, dass es ins Loch reinpasst, aber auch noch ein kleines Stück rausguckt und dann mit Wasserfarbe das Toilettenpapier anfärben. Nicht trocknen lassen, das ist wichtig. Und wenn es dann nämlich noch feucht ist und ihr setzt das drauf und holt es wieder runter, habt ihr genau da, wo die Löcher rein müssen, nämlich die Markierung. Das kann man auch machen, wenn man... Es gibt auch diese richtig dicken Bleistiftminen. Die könnte man dafür auch verwenden. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, könnt ihr euch was überlegen. Wobei ich finde das jetzt ehrlich gesagt, ich nehme ganz gerne die Variante mit dem Klopapier. Es kann auch Tempopapier sein, es kann auch, wie heißt es, Küchenpapier sein. Entschuldigung, ich sage da immer Ceva für. Ceva, Tempo, OB. Die Firmen haben einfach das große Vergnügen, dass ihre Ware nichts mehr wert ist, weil sie so gut war, dass der Name schon für den Artikel steht und nicht mehr für ihr eigenes Produkt. Jo,
Genau, das mache ich jetzt mal und komme dann wieder. So, ich habe das Bett rein schon mal gemacht. Beim vierten zeige ich euch mal, was ich meine. Einfach irgendein Klopapier genommen, das zusammengerollt, ins Loch gesteckt, abgeschnitten, dass es nicht zu weit rausguckt. Dann nehmt ihr irgendwas, was Farbe hat. Ich habe jetzt Acrylfarbe. Nehmt eine Farbe, von der ihr wisst, wenn ihr bei deiner Partnerin klaut, nehmt eine Farbe, von der ihr wisst, dass die nicht häufig benutzt wird. Ich glaube, die Farbe, die benutzt sie gar nicht. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, die können wir nehmen. Die können wir nehmen. So. Den Rest habe ich jetzt hier wie als Pinsel. Machen wir hier einfach einen Klecks drauf. Dann können wir uns dadurch die Markierung machen. Total simpel. Wie gesagt, hier haben wir schon eine gerade Fläche. Was war jetzt innen, was war außen? Egal. Guckt doch selber raus. So, setzen wir gerade drauf. Sitzt gerade, drauf geschoben, abgezogen, unsere Löcher. Ganz easy. Und das können wir einfach wieder rausfriemeln. Okay, ich weiß, habe jetzt keine Ahnung, geht das gut von der Hand ab, das Zeug, die Farbe? Ich weiß es nicht. Ich mache es lieber so. Zum Schluss habe ich hier noch Zeug. So eine Farbe an den Händen, das will ich jetzt auch nicht haben. So, und dann nehmen wir uns jetzt einfach noch einen kleinen Bohrer. Ich glaube, das waren Vierer gewesen, die Schrauben. Und dann bohren wir einfach hier die Löcher rein. Und dann können wir es befestigen. Was ich mir jetzt noch gedacht habe, ich will vorsichtshalber, ich habe hier noch Blech. Ich will vorsichtshalber davor und dahinter noch eine Blechscheibe machen. Einmal, dass es noch ein bisschen wasserisolierend ist und dass es auch ein bisschen wärmeisolierend ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Problem werden könnte. Aber ich sag mal, lieber zu viel als zu wenig. Ja. Insofern, wenn ich hier die Löcher habe, mache ich das Blech dran und dann muss ich das Ganze nochmal durchs Blech durchbohren. Das wird ein bisschen mehr Arbeit. Achso, weil ich das letzte Mal noch sagen wollte, wo habe ich das Ding? Hier. Ich hatte ja vorhin gesagt, Holzbohrer haben vorne die Spitze. Ich habe jetzt hier bei dem Vierer extra mal einen Metallbohrer rausgeholt. Der Metallbohrer hat vorne nur eine ganz flache Spitze, ist dafür aber extrem scharfkantig. Wenn ihr jetzt so ein Holz habt, was wirklich ultra fest ist, ultra hart ist, dann könnt ihr auch mit dem Holzbohrer erstmal ein Loch reinbohren und mit dem Metallbohrer zu Ende bohren. Ihr werdet merken, mit dem Metallbohrer geht das viel schneller bei Hartholz als mit dem Holzbohrer, weil es einfach hartes Holz ist. Und ich glaube, also als ich die Löcher hier gebohrt habe, ich habe mir einen Spaß gemacht, habe mal halb-halb gemacht. Mit Metallbohrer war ich mindestens doppelt so schnell mit dem Loch unten wie beim Holzbohrer. Beim Holzbohrer ist es teilweise so heiß geworden, dass das Holz schon anfing zu qualmen. Das nochmal als kleiner Tipp. So, ja, Löcher. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir auch den richtigen nehmen. Wie gesagt, ich vermute Vierer. Nee, ist zu klein. Fünfer ist der richtige. Okay, nehmen wir einen Fünfer. So, habe ich jetzt meine Bohrmaschine. Akkuschrauber. Ich habe mit dem Ding hier, kann ich nur empfehlen, mit dem Teil habe ich ein ganzes Haus renoviert. Anstatt Schlagbohrer habe ich das Teil teilweise genommen. Das Ding hat wirklich Kraft, macht Spaß. So, Mitte.
Mist, das Ding ist jetzt verlaufen. Das ist blöd. Dem bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Der ist verlaufen. Ich hoffe mal, dass es das hier war. Habe ich nicht aufgepasst. So. Dann schauen wir mal, ob es passt. Denkt dran, dass man schnell Holzsplitter kriegt bei sowas. Dass ihr das jetzt nicht unbedingt so macht, wie ich es mache. Ich habe das große Pech, dass ich eine extrem dicke Haut habe. Das ist zwar ganz schön, dass man nicht so schnell ein Gewehwehchen hat, aber hat auch einen riesen Nachteil. Ich kann zum Beispiel nicht genäht werden. Ich muss getackert werden, weil bei mir erstens die Nadeln zum Nähen kommen durch meine Haut nicht durch. Da müssen sie immer die dickste Nadel nehmen und wirklich extrem zustechen, dass sie auch durchkommen. Und selbst wenn sie den dicksten Faden nehmen, der ist nach kürzester Zeit kaputt. Der reißt. Ist halt leider so. Pass auf, dass ihr da euch keine Splitter holt. Ich suche jetzt erstmal wieder die Schrauben raus. Die habe ich nämlich jetzt nicht hier unten. Die habe ich ein bisschen, die habe ich oben liegen. Und dann schraube ich das Ganze hier erstmal fest und gucke, ob es passt. Aber sollte passen. Und das war der eine, wo ich mir nicht sicher war. Hä? Ja, der sitzt nicht gut. Also die sitzen gut, das sehe ich schon jetzt, aber das hier, mal gucken. Ansonsten muss man halt ein bisschen noch feinjustieren mit dem Bohren. Und dann mache ich erstmal das Blech hier drauf. So, das nächste, was ich jetzt mache, braucht man eigentlich nicht. Es ist aber Gesundheit. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, das war mein Hund. Ich habe gesagt, ich möchte hier ganz gerne vorsichtshalber noch ein bisschen Blech dazu machen. Achtet übrigens darauf, dass es Blech ist, was nicht rosten kann. Deswegen nehme ich jetzt hier mir irgendwelche Schrauben. Guck mal, das ist eine 6er wahrscheinlich. Jo. Ich nehme jetzt hier einfach irgendwelche Schrauben. Mach die einmal hier durch und schraub das Ganze fest, damit ich eine Fixierung habe, um dann an den Löchern hier zu arbeiten. Machen wir einfach hier, egal wo. Wie gesagt, das hat jetzt nur rein den Hintergrund, dass ich, dass es jetzt nicht verrutscht, das Zeug. No. So will es nicht, machen wir es so rum. Ach verdammt, jetzt sind die zu klein. Sind die zu klein. Das ist aber blöd. Dann nehme ich, dann nehmen wir jetzt halt die. Hätte ich gleich erstmal nachgucken sollen, dass es auch passt. Oh, und jetzt fällt mir auch noch die Mutter raus. So, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur, damit es fixiert ist, damit man weiterarbeiten kann. Oh, ja, nicht zu fest drehen, sonst geht es ins Holz rein. So, nur damit es jetzt fürs Löcherbohren passt und nicht verrutscht, das ist der ganze Hintergrund, ganz easy. Was ist das ungefähr? Ja, das ist ungefähr die Größe. Ja. Machen nämlich jetzt erstmal da die vier Löcher und dann müssen wir... Das ist eine Metallfeile übrigens, keine Holzfeile. Insofern passt das schon. Jetzt für die Löcher will ich jetzt aber nicht das Problem haben, dass es wieder so ausgeleiert ist wie hier hinten. Dann nimmt man sich einfach ein kleines Stückchen Holz.
So, nimmt man sich einfach irgendwas an Holz. Und dann kann man da besser durchbohren. Und dann ist das nicht unten so ausgefranst. So, man merkt, okay, es kommt Holz raus. Dann hat man auch ein sauber glattes Loch. Ja. So, das war das erste. Das machen wir jetzt mit allen. Einmal in die Tonne. So, unsere Löcher haben wir schon. Ja, sieht viel besser aus als bei dem anderen. Das Holzstück packen wir weg. Und jetzt kommt die ekelhafte Aufgabe. Jetzt müssen wir das irgendwie ein bisschen vergrößern. Ich habe jetzt leider keinen 10er, sondern nur einen 8er Bohrer. Aber das Schöne ist, die sind auch an den Seiten extrem scharfkantig. Das heißt, da kann ich gucken, dass ich das dann einigermaßen vergrößere vom Bohrloch. Dass es dann vielleicht sogar so geht. Das wäre supi. So. Nehmen wir uns das Holzstück wieder, damit es nicht durchgedrückt wird. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern, deswegen mache ich den Rest jetzt mit der Feile, aber ohne euch. Also ganz ehrlich, für heute weiß ich, was ich gemacht habe. Das war jetzt sehr unangenehm anstrengend. Ich sehe gerade hier noch eine kleine Kante. Das geht mit einer Metallfeile relativ schnell. Ihr dürft nicht vergessen, immer wieder mal Anprobe. Passt. So, jetzt haben wir die soweit fertig. Das ist schön. Jetzt machen wir die Schrauben wieder los. Ich will nämlich eine Platte auf der Seite haben. Und dann können wir es hier dran festschrauben. So, jetzt haben wir alle vier drinne, so festschrauben. So. Passt. Passt. Sieht soweit gut aus. Ich muss nur mal gucken. Also hier unten haben wir einen kleinen Spalt, das ist gut. Hier ist gar kein Spalt mehr, da auch nicht. Deswegen machen wir jetzt hier mal Strom an, gucken, ob das funktioniert oder ob wir da noch ein bisschen wegschleifen müssen. So, Kabel rein. So, gut festhalten, Strom. Oh, man hat es gehört, passiert gar nichts. Also, bleibt nichts anderes übrig. Nochmal raus damit. Und bevor wir das jetzt hier wieder festmachen, machen wir erstmal hier unsere Sicherheitsschrauben rein, dass das jetzt nicht wieder verrutscht. Dann müssen wir hier alles nochmal ein bisschen abschleifen. Machen wir nach wie vor mit dem Ding hier. Und dann nochmal ausprobieren. Jetzt sieht es schon wieder so verdächtig nach Regen aus, ist auch blöd. Macht die Schrauben nicht ganz fest, sondern guckt erstmal, dass ihr alle vier drin habt. Und dann könnt ihr sie anziehen, wobei auch nicht zu fest anziehen.
Ich halte ihn jetzt relativ locker, dann rutscht er gleich weg, wenn es Halt hat. Das ist auch nicht zu feste. So, yeah, wir können weitermachen. Wir haben unseren Motor stabilisiert. Der ist fest, der kann jetzt an unser Gestell dran. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir richtig gearbeitet haben. Das habe ich noch nicht kontrolliert. Erstmal ein bisschen wegräumen des Platzes. So, muss ich mal nachdenken. Ist jetzt das? Wo ist hier oben? Wo ist oben? Da ist oben. So. Passt perfekt. Hier oben hat er noch ein bisschen Luft. Kommt ran. Super. Ich muss ihn jetzt nur halten, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig. Aber super. Jetzt können wir ihn festmachen. So, gucken wir, dass wir das hier wieder gerade haben. Es ist ein bisschen Gewicht drauf, deswegen kann man das jetzt nicht mehr so easy verschieben. Aber passt alles. So. Sehr schön. Alles Marke Eigenbau, sieht man. Aber egal. Oh, jetzt kommt Wind auf. Schlechtes Omen, sehr schlechtes Omen. So, wir nehmen hierfür, wir brauchen leider Holzschrauben. Ich muss ja erst gucken, dass es wirklich gerade sitzt. Das Blech sitzt jetzt natürlich locker, aber das ist nicht schlimm. Alles wird gleich festgemacht. Und beim Festmachen, wie gesagt, wir brauchen Holzschrauben, weil er geht ins Holz rein. Und wir brauchen auf jeden Fall Unterlegscheiben, weil die Holzschraube, das ist ja so eine Senkschraube. Jetzt habe ich es gerade, das muss man es nochmal zeigen. Da, die senkt sich ja ins Holz rein. Und beim Blech sollte sie das nicht machen. Und ich habe jetzt leider keine Flachholzschrauben. Also müsst ihr jetzt vorstellen, normale Holzschraube ist oben so, dann senkt die sich rein. Und dann gibt es noch welche, die sind so flach. Wenn man das dann ins Holz reinschraubt, dann dotzt es oben an, anstatt dass es reingeht. Sowas habe ich jetzt nicht. Deswegen lege ich mir so kleine Unterlegscheiben hin. Und ja, das mache ich jetzt auch ohne euch. Also ich muss jetzt erstmal Löchlein bohren für das Blech. Da kann ich auch etwas kleinere Löchlein nehmen. Die Schraube tut sie sich ausdehnen. Und jo, wenn es fest ist, dann können wir mit dem Rest weitermachen. Das mache ich jetzt aber auch wieder ohne euch. So, das ist nochmal aus einer anderen Perspektive, weil ich habe eine wichtige Sache vergessen. Wir haben ja hier drumherum alles ein bisschen freigelegt. Und jetzt muss natürlich auch der Test gemacht werden. Seht, passt wirklich. Boah. Millimeter. So, jetzt machen wir das Ding an. Funktioniert. Das ist das Wichtigste. So, jetzt machen wir das fest. So, wie soll es auch anders sein? Es hat jetzt angefangen zu regnen. Ich habe hier oben zwei große Schrauben, hier noch eine große Schraube, hier eine etwas kleinere und hier eine jeweils kleinere. Die habe ich abgeschnitten, dass die nicht scharfkantig rausgucken. Die Schrauben waren jetzt leider etwas stabiler. Ich habe die einfach mit der Flex abgeschnitten, wie man hier sieht. Und jetzt habe ich die Flex weggetan, weil sie im Regen war. Warte, ich hole sie mal schnell und zeige euch was. So sieht eine Trennscheibe aus, wenn man sie für etwas benutzt, wofür sie nicht geeignet ist. Nämlich für die Schrauben. Dafür war die nicht geeignet. Egal. Ich habe dann geguckt, ob ich noch einen Rest hier machen kann, aber nee, dann zerfetzt es ganz. Also ich muss jetzt hier noch ein bisschen das einfach glatt flexen, dass es einigermaßen hübsch aussieht und dass diese Kanten hier weg sind, dass man da sich nicht verletzen kann. Das tue ich einfach rund flexen. Man kann es auch natürlich feilen, aber ich bin faul. Ich habe ja jetzt mein neues Lieblingsspielzeug, also machen wir das hier mit. So,
Müssen wir aufpassen, dass wir hier uns nicht wehtun. Ja, egal. So, hoch. Dass ich das nicht kaputt mache. So. Hier haben wir unser Maschinchen. Sitzt fest drin. Läuft. Alles gut. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns um die Wanne kümmern. Aber das mache ich jetzt nicht im Regen. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das heute nochmal etwas schöner wird. Also, die zweite Pause, die ich einlegen muss. Yeah. Jetzt haben wir die richtige drauf. So, oben, wo ist oben? Da ist oben, oben. Jo, dann machen wir jetzt mal weiter. Um jetzt das Ganze hier zu befestigen, oder um das hier besser gesagt dran zu kriegen, müssen wir hier jetzt noch ein Loch reinbohren. Um die richtige Stelle zu kriegen, justieren wir einmal das Stück hier, dass es einigermaßen mittig sitzt. Passt. Und dann machen wir es uns einfach. Schon haben wir eine Markierung. Das ist mal genau, okay. Da muss das Loch rein. So, jetzt habe ich neuer Tag, neues Glück. Gestern musste ich ja alles wegräumen. Jetzt habe ich natürlich ist nicht alles gleich zur Hand. Also hole ich jetzt erstmal die Sachen, die ich brauche. So, ich habe Metall in 8 und Holz in 10. Plastik zu bohren ist relativ egal, welches man nimmt. Es tut nämlich eher schmelzen als bohren. Tue ich schon mal so einzeichnen, die Mitte von dem Loch. So, dann packen wir den hier rein. Ja. Habe ich doch zu weit rausgeholt. Dürfen es natürlich nicht feste drücken, das ist natürlich ganz wichtig. So. Hat gut geklappt. Ja, ist genau die richtige Größe. Hier sehe ich schon den Nippel rein, also das richtige Größe, richtige Höhe. Der passt jetzt natürlich noch nicht drauf. Den müssen wir jetzt leider wieder vergrößern. Das heißt, jetzt hole ich wieder meine Metallfeile. Mit der kann man nämlich auch Holz und auch Plastik feilen. Und muss das jetzt wieder größer machen. So wie wir das vorher auch schon gemacht hatten. So, Loch ist drinne. Ich habe es jetzt ziemlich gut abgefeilt. Auch relativ ziemlich rund bekommen. Für den letzten Schliff setze ich es einfach drauf und lasse es laufen. Das heizt sich quasi jetzt rund. Sehr schön. Supi. So, dann brauchen wir die Sachen.
gehe irgendwo hin. So, zuerst den mit dem runden Loch drauf. Dann den anderen drauf. Ja. Dann machen wir mal ein Sägeblatt drauf. So, das ist schon etwas älteres, wie man sieht. Und weil es auch nicht genau gepasst hat, habe ich so Holzunterlege dran gemacht. So. Sieht man auch, wie gut wir gearbeitet haben, nämlich gar nicht gut. Ist nicht wirklich mittig, aber egal. Es reibt nicht, das ist das Einzige, was wir wollen. Und so funktioniert das nicht, wie ich mir das gedacht habe. Wir müssen die andere Seite nehmen. So, wie gesagt, ich bastel gerne. Und ich bastel einfach drauf los. Und wenn ein Problem kommt, dann löse ich das Problem. Und mache mir vorher eigentlich gar nicht mal so viele Gedanken. Ich weiß so vorher so ungefähr, wie es am Ende sein soll oder wie es arbeiten soll. Und alles andere mache ich dann zwischendrin. So, mir ist jetzt eine Sache nämlich aufgefallen, die habe ich vorher gar nicht bedacht. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, wie viel Abstand ich habe. Ich habe jetzt hier ein Sägeblättchen. Wenn ich das mittig reinsetze, dann guckt das oben nur so viel raus. Das ist mir aber ein bisschen wenig. Ich möchte es definitiv mehr haben, weswegen ich das hier alles wieder abmontieren darf und das Ganze nach oben versetze. So, das nach oben versetzen, das ist hier kein Problem, hier habe ich genug Platz. Hier ist es ein Problem, das heißt, ich werde hier da was rausnehmen müssen, damit das hier funktioniert, damit das hält. Ich möchte das jetzt nicht weiter nach hinten versetzen, dann ist mir das Ganze zu groß, ich will das nicht so groß. Und ja, das heißt, ich muss den Motor höher setzen, das muss ich hier hinten wegnehmen und dann bleibt hier natürlich wieder viel über, was ich dann wieder wegflexen muss. Jo, dann mache ich erstmal das Kabel, das hat mich vorhin schon so genervt. Das machen wir jetzt erstmal hier durch. Kann ich das nämlich auch mal wieder hinstellen, ohne die ganze Zeit auf dem Kabel zu stehen. Ja, kann ich nämlich theoretisch so viel kann ich das Ganze höher setzen. Dementsprechend habe ich dann auch so viel höher mein Sägeblatt. Ja. Dann wird das Sägeblatt ungefähr hier sitzen. Das sieht schon mal viel besser aus. Weil ich weiß noch nicht, ob ich ein großes oder ein kleines Sägeblatt drauf machen will. Das entscheide ich dann. Jo, also müssen wir noch mal ein bisschen umbasteln. Erstmal wieder die Schrauben raus, die 6 Stück. Und dann hier hinten das begradigen, raussägen. Das mache ich auch mit der Flex. Ja, funktioniert ja. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, hier irgendwie groß rumzusägen oder rumzufeilen? Da habe ich keinen Bock zu, ich bin faul. Okay, jo, dann machen wir das jetzt mal. Das mache ich jetzt mal ohne euch. Geht das nämlich schneller, weil das dauert ziemlich lange immer mit diesem Film. Wie heißt es bekanntlich? Nicht schön, aber selten. Also, ich habe das jetzt mal gemacht. Ja, ich habe das krumm und schräg geschliffen, also es sitzt gerade drauf. Habe das jetzt einfach mal nach oben gesetzt. Soweit, wie es hier mehr oder weniger ging. Dass es noch gerade sitzt. Oh, hier habe ich die Schraube durchgejagt. Das hätte ich, muss ich nochmal abschleifen. Ja, Schönheitsoperation machen wir nachher erst. Das ist das Letzte. So. Das habe ich hier auch ganz brav mit der Säge abgesägt, wie man sieht. Wichtig ist nur, dass diese Fläche hier gerade ist. Ja, das ist das Wichtige und dass das Ding hier gerade drin sitzt. So, das haben wir. Jetzt kommt als nächstes unser Kästchen. Das tun wir auch mit einer Plastiksäge. Ganz vorsichtig hier absägen.
Ja, am besten so eine schöne Handsäge. Plastik ist problematisch, weil wenn man das elektrisch sägt, dann fängt das an, wird dreckig und na, schmilzt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir das auch schön langsam gemütlich mit der Hand. So, wie ihr seht, schmilzt. So, machen wir einfach so ein bisschen mit den Fingern ab, das ist kein Thema. Oh, ist aber noch gut heiß, merke ich gerade. So. Sieht man, wie es geschmolzen ist. Schrauben stecken. Ist überhaupt kein Problem, wenn die hier so ein bisschen rausgucken. Da guckt es ein bisschen raus, hier guckt es ein bisschen raus. Da kommt man eh nicht hin. Insofern stört mich das auch gar nicht. Und wenn es einen stört, kann es ja abmachen. So, hier habe ich noch eine ziemlich alte Scheibe. Da fand ich die Qualität nicht so besonders. Machen wir erstmal den hier drauf. Dann machen wir die Scheibe drauf. Gucken, dass es sitzt. Machen dann mein Adapter drauf. Es ist einfach nur Teichfolie, die ich passend auch zugeschnitten habe, weil die Scheibe ist zu dünn für einen Fliesenschneider. So, machen wir das passend. Wo ist es? Da. Einigermaßen festdrehen. Passt. Sehr schön. Wir haben genügend Abstand. Kann man sehen? Ja. Kann schlecht sehen. Ja, die Scheibe sieht man jetzt gar nicht. haben genügend Abstand. Kann nichts passieren. Und jetzt kommt der erste Testlauf. Schön warm. Super, funktioniert. Perfekt. Perfekt. So wollte ich es haben. Okay, als nächstes brauchen wir den Deckel. Der muss natürlich in der richtigen Position sein. Wie kriegen wir jetzt an der richtigen Stelle das Loch rein? Das ist genauso simpel wie auch doof. Über Hitze. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Scheibe, die ist nicht so dolle gewesen, deswegen nehme ich die. Ich setze den Kasten an die richtige Position, ja, dass das hier richtig drin sitzt. Dann mache ich die einfach an und setze ihn drauf. Es wird dann mit der Zeit sich von alleine reinsetzen. Und schon haben wir das in der richtigen Position. Total simpel. Ja, hier ist unser Schnitt. Genau da, wo wir ihn brauchen. Ja, sitzt hinten drauf. Sitzt vorne drauf. Jetzt müssen wir nur hier die Kante noch ein bisschen wegmachen. Und zwar von hier bis hier. Wie zeichne ich das jetzt ein? Ich habe jetzt nichts zum Einzeichnen. Richtig bis hierhin. So, das machen wir auch wieder mit der hochprofessionellen Plastikschneidemaschine. Einfach nur von hier bis hier, so ungefähr die Höhe, dass es hier noch glatt aufsitzt.
Und jo, dann passt's. Von innen haben wir es ja dann dicht. Ich bin überlegen, theoretisch könnten wir hier noch einen Gummi drauf machen, aber erstmal testen, wie es aussieht, wie es funktioniert, ob es so klappt, wie ich es möchte. Gummi kann man immer noch arbeiten. So, das schneide ich jetzt mal genauso professionell aus, aber ohne euch. So, läuft so. Ja, ich muss ja mal gucken. Ich habe nämlich einen Timer eingeschaltet. Manchmal dauert das ziemlich lange. Da denke ich so, ach, jetzt kann es anfangen zu reden und dann muss ich das Ganze von vorne beginnen, weil es dann mitten im Satz aufgenommen hat. So, wie gesagt, ganz professionell rausgeschnitten. Langt ja. Setzen wir unseren Schlitz rein. So. Sitzt drauf. Perfekt. Jetzt probieren wir, ob es klappt. Perfekt. Und schon haben wir hier unseren ersten Teil von der Säge. Das nächste, was jetzt kommt, ist hier ein Arbeitsblech obendrauf. Und ja, ich werde hier noch ein paar Löcher, gerade so in der Mitte, ich glaube, hier geht es am niedrigsten, dass, falls hier das Spritzwasser rauskommt, dass das hier irgendwo ablaufen kann. Deswegen mache ich hier einfach ein paar Löcher rein und oben drüber dann das Blech. Ich gucke jetzt die ganze Zeit, aber ich habe es jetzt nicht hier. Das ist leider woanders. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier das Restblech, was es ist. Das heißt, das kommt dann, oh, passt sogar von der Breite. Das kommt dann hier oben drauf. Geht dann bis hier hinten hin. Und das Einsägen mache ich genauso. So läuft es. Ja, ich muss ja mal gucken. Ich habe nämlich einen Timer eingeschaltet. Manchmal dauert das ziemlich lange. Da denke ich so, ach, jetzt kann es anfangen zu reden. Und dann muss ich das Ganze von vorne beginnen, weil es dann mitten im Satz aufgenommen hat. So, wie gesagt, ganz professionell rausgeschnitten. Langt ja. Setzen wir unseren Schlitz rein. So. Sitzt drauf. Perfekt. Jetzt probieren wir, ob es klappt. Perfekt. Und schon haben wir hier unseren ersten Teil von der Säge. Das nächste, was jetzt kommt, ist hier ein Arbeitsblech obendrauf. Und ja, ich werde hier noch ein paar Löcher, gerade so in der Mitte, ich glaube, hier geht es am niedrigsten, dass, falls hier das Spritzwasser rauskommt, dass das hier irgendwo ablaufen kann. Deswegen mache ich hier einfach ein paar Löcher rein und oben drüber dann das Blech. Ich gucke jetzt die ganze Zeit, aber ich habe es jetzt nicht hier. Das ist leider woanders. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier das Restblech, was es ist. Das heißt, das kommt dann, oh, passt sogar von der Breite. Das kommt dann hier oben drauf. Geht dann bis hier hinten hin. Und das Einsägen mache ich genauso. So, daher mir ein Video leider kaputt gegangen ist, muss ich es nachdrehen. Um das Ganze abzudichten, habe ich hier einfach so Schaumstoff, selbstklebenden Schaumstoff genommen. Ich muss nämlich eben noch mal ein bisschen nachhelfen, weil das ist hier nicht ganz dicht geworden. Und zwar hier an der Stelle. Einfach nur draufgeklebt. Wie gesagt, das selbstklebend, hat man auch da nicht viel Arbeit mit. Jetzt habe ich viel zu viel. Egal. Machen wir hier noch ein bisschen rein. Fertig. So, das Problem ist jetzt nur, dass es dadurch ein bisschen höher wurde. Zwar nicht viel, aber ein kleines bisschen. Deswegen habe ich hier so Bretter mit gut vorbereitet. Ich hole was. Das ist einfach eine alte Holzkiste, die ich genommen habe. Da habe ich einfach ein Brett von abgemacht und habe das hier oben drauf gemacht. Ist nur dünn und hat damit genau die richtige Höhe, damit das jetzt dicht abschließen kann. So, einfach nur, damit das Wasser hier nicht rausspritzt. So, die habe ich jetzt einfach mal dran geschraubt. Ist jetzt wirklich tatsächlich die richtige Höhe. Schön, dass es gepasst hat. Dann habe ich bei dem Blech einmal Holz drumherum gemacht. Muss ich hier sogar noch ein bisschen flicken, weil ich nicht genug Holz habe.
Und das dichte ich dann mit irgendwas ab. Entweder mit Leim oder mit Silikon oder mit irgendwas, was ich finde. Wenn ich gar nichts finde, im schlimmsten Fall nehme ich Kunstharz. Mit irgendwas einfach abgedichtet, dass das Wasser hier nicht mehr durch die Rillen rausläuft. So, um nochmal zu zeigen, was ich alles gemacht habe. Ich habe wieder alles auseinandergebaut. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe nämlich das Holz einmal angemalt, dass es nicht mehr ganz so doof aussieht. Und habe es dann schwarz lackiert. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Das andere, was ich am Überlegen war, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen möchte, zum Be- und Entwässern kann man theoretisch auch einfach so einen Gartenschlauchverbinder nehmen. Und zwar einer, der so einen Wasserstopp hat. Ja, mit Wasserstopp ist wichtig. Dann kann man nämlich, jetzt habe ich es nicht bereitgelegt, was ich auch noch gemacht hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte, ich habe hier Holz reingeklebt. Das ist Dübel zum Kürzen. Ja, es gibt ja die ganz normalen Dübel. So einen habe ich geholt als Stange. Den kann man sich dann die jeweiligen Längen absägen, wie man den Dübel braucht. Und das Ding liegt jetzt seit Ewigkeiten bei mir hier rum. Ich weiß, oh ja, passt doch. Habe ich das genommen, um dann die Bohrung, das Blech hier festzuschrauben, dass es auch hier dran sitzt und dass es dann auch dicht ist. So. Zu guter Letzt will ich jetzt noch mich hier drum kümmern, dass hier unten kein Wasser durchlaufen kann. Da habe ich jetzt noch Acryl gefunden. Hoffentlich schraube ich es jetzt raus, nicht rein. So. Oh. Abgebrochene Schraube. Mal gucken, ob da überhaupt noch was rauskommt. Ja, kommt noch was raus. Perfekt. Auf die Schnelle zum Zeigen, das ist immer doof. Lieber ordentlich machen, deswegen mache ich das jetzt ohne euch. Ich wollte es jetzt nochmal zeigen. Acryl, Silikon, alles was man verarbeitet, nimmt man Spüli, bisschen Wasser dazu, Finger einmal gut drin vertunken. Und dann kann man das schön glatt ziehen. Und hat das relativ schnell wieder von der Hand unten. Wenn man das nämlich nicht so macht, dann bleibt das auf dem Finger kleben und man kriegt es kaum noch ab. Das ist dann echt ekelhaft. So, wie gesagt, ich mache das jetzt lieber ohne, dass ich die ganze Zeit hier an der Kamera hänge. Ich habe mir was zum Tempo habe ich vergessen, dass ich es abmachen kann. Ich kann das jetzt mit Tempo einfach abwischen und dann ist es weg. Wie gesagt, das mache ich jetzt ohne Kamera ordentlich. Das ist für mich leichter. Und jo, wenn ich soweit bin, dann geht's weiter. Yay, das letzte Video. Also, ihr müsst hier noch ein paar Löcher reinbohren. Hier ist vorne das Loch hier. Das habe ich wieder zugemacht, weil durch die Säge, durch die Rotation spritzt nämlich hinten an die Wand und ist dann durch das Loch hier hochgekommen. Das Loch davor, das ist in Ordnung, das ist kein Problem, auch das daneben war überhaupt kein Problem. Aber das da hinten macht lieber nicht. Dann habe ich noch hier hinten in der Ecke eins reingemacht. Und jo, wie man sieht, das Ding ist auch schon benutzt, ist auch schon dreckig. Ich habe einfach mit Kreppband hier drauf geklebt und habe dann es schwarz besprüht mit Lack. Auf den letzten paar Zentimeter ist mir das Schwarze ausgegangen und dann habe ich eine andere Farbe genommen. Also ich dachte, was heißt andere Farbe? Ich habe eine andere Sprühdose genommen und dachte, es wäre auch schwarz. Es war aber leider nicht schwarz und es war auch noch ein anderer Hersteller. Und die beiden Farben haben sich gebissen. Die haben nämlich dann, wie man hier sieht, das Schwarz kommt von unten durch. Das ist jetzt Dreck, das ist jetzt kein Holz, was man hier sieht. Das hat so Bläschen gemacht. Ja. Also guckt, dass ihr da denselben Hersteller nimmt, dass ihr das Problem nicht kriegt. So, und als letztes habe ich dann noch hier ebenfalls mit dem Bohrer ein Löchlein gebohrt und dann so lange
ausgeschliffen, ausgeraspelt, bis das hier reingepasst hat. Das ist, hole ich mir gerade ein, hat mir extra 9 geholt dafür. Das ist so ein alter. Ich habe den einfach abgeschraubt und habe dann, dass es genau hier reinpasst. Ja, und habe von der anderen Seite das wieder rangeschraubt. Allerdings, ihr seht, ich habe noch ein bisschen Acryl gehabt und habe dann einmal den Ring von innen hier ganz fett mit Acryl gestrichen, dass das Acryl dann auch richtig im Gewinde drin ist, und habe dasselbe hier von außen gemacht. Und beim Zusammenschrauben quillt das natürlich raus. Dann wieder mit Spülmittel, Spüli, einmal schön glatt gestrichen, und jo, das war's. Das ist meine Säge. Ich hatte hier, hatte ich einfach irgendwas an Holz genommen, das waren jetzt so Holzkeile, habe die ein bisschen ausgesägt, nicht schön, aber selten, und habe dann oben rein einfach so ein bisschen Blech gemacht. Das kann ich jederzeit verbiegen, wie ich es brauche. Und jo, habe das Ganze auch noch mal behandelt und ebenfalls mit Lack besprüht. Und das ist, kann man so ein bisschen sehen, das ist von der Seite unten festgeschraubt, von der Seite nicht. Hier unten drunter ist nämlich genau die Maschine. Und ich wollte dann nicht noch mal hier durchs Blech durchbohren und ein Loch machen, sondern habe das einfach hier gemacht. Jo. Das ist mein Umbau. So sieht er aus. Sehr detaillierte Anleitung. Ich hoffe, ihr fandet es gut. Wer will, kann nachbauen. Und jo, wer mir einfach nur bei meinem Geplauder zuhören will, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Euer Steiner-Sammler. Ciao, ciao.